Na, du hast gerade Adam sucht Eva geguckt. Wie war's? Ich bin schwer begeistert. Ehrlich? Mal, Ja. du warst dabei. Du hast es gerade gesehen, wie es geschnitten wurde. Aha. Wie war es für dich? War auf jeden Fall feucht, fröhlich, lustig, langweilig. Lustig. Ist auf jeden Fall interessant. Ist das ein sexistisches Format? Ja, also so ein paar Sexismusdebatten gab es dann ja schon im Camp. Und so leichte sexuelle Entgleisungen gab es ja auch schon. Ich hätte nicht gedacht, dass die erste Folge so reinknallt. Ich sehe auf jeden Fall gut aus wie in Simpsons und ein bisschen neurotisch und durchgedreht. Immer wieder lustig, mich im Fernsehen zu sehen. Also ich habe dich wiedererkannt, aber ich kannte die Jungs teilweise nicht um dich herum, Okay. außer den Psychopathen Daniel Köllerer, der sich aber recht vernünftig verhalten hat. Dann gab es da so ein paar Männer, die ich nicht kannte, die sich, sagen wir mal, irgendwie so ein bisschen primitiver verhalten haben. Wer waren die eigentlich genau? Und woher kamen die? Also ich kannte die nicht. Sind das Prominente? Nein, ich würde sagen, die Sendung hat generell naja, Potenzial, was die prominenten Bewohner angeht. Nein, die Jungs, die waren auf ihre Art und Weise jeder eigentlich ganz, nennen wir es doch Nett. mal nett, ja, nett. Ne? Meine große Liebe war auf jeden Fall nicht zu sehen. Ich habe schon viele Gerüchte gehört, dass auf der Insel einiges abgegangen sein soll. Ich finde es lustig. Süß spekuliert, aber nein. Also mit dir. Mit mir. Ach ja, ich bin ja immer das Luder und das Luder muss natürlich auch zuschlagen. Nein, hat es aber definitiv nicht, weil auf der Insel gab es jetzt nicht so viel Auswahl, wie man vielleicht gesehen hat. Also intellektuell gesehen leider nicht. Oh, aber Per Kusma kommt und Ronald Schill. Ja, Also Ronald wir. und Peer habe ich tatsächlich auf der Insel nicht gesehen, lieber Ingo. Nein. Echt nicht? Ich habe beide nicht zu Gesicht gekriegt. Da war ich schon weg auf der Liebesinsel. Aber wir haben es gerade beide zusammen gesehen und ich hatte das Gefühl, du warst nicht wirklich glücklich mit dem, was du da ausgestrahlt hast, bekommen hast, was an Ausstrahlung war. Also man hätte schon zeigen können, dass ich die ganzen Tage, die ersten 3, 4 Tage im Camp wirklich geputzt habe und gekocht habe und geschnibbelt habe und probiert habe, alle Na gut, die Turmsorgen. Dinge kennt man auch Aber aus das dem Dschungel. interessiert sich ja nicht. Das interessiert ja niemand, dass die kleine Sarah auch ein bisschen angepackt hat. Ja, die leicht zickige kleine Diva, die ja voll den Hau weg hat und ja so schön gehatet wird in Deutschland. Die war jetzt auf jeden Fall zu sehen, ja. Ich hatte eher eigentlich das Gefühl, dass du so eher als Objekt der Begierde dargestellt wirst. Oh Gott, als Be Objekt der Begierde sehe ich mich jetzt nicht so. Ich fand es ehrlich gesagt gruselig, mich nackt im Fernsehen zu sehen. Wenn wir ganz ehrlich sind, es war schon nicht so heiß. Also ich fände es auch schlimm, wenn ich mich selber im Fernsehen sehen würde, nackt. Und dann sagen würde, wow, das war ja richtig, richtig geil. Nein, war es nicht. Ich habe auf jeden Fall viele Dinge an meinem Körper, die ich gerne verändern würde. Habe sie jetzt mal aus der Fernsehperspektive gesehen. Gut, ich sehe so aus, wie ich aussehe. Daran kann ich nichts ändern. Ja, so ist das. Würdest du es nochmal machen? Ich bereue es auf jeden Fall nicht, komplett auf die Insel geflogen zu sein, weil es war eine interessante Erfahrung. Es war auf jeden Fall eine Herausforderung für mich. Und ja, eine lustige, wilde Zeit. Wieso fährst du dir eigentlich gerade so nervös durchs Haar? Ach ja, warum? Ich bin nervös, ich bin auch immer nervös. Mal ganz im Ernst, wir haben es gerade zusammen geschaut und ehrlich gesagt, ich hatte wirklich ehrlich als Mann ein Problem, dass es eigentlich eine neue Sexismusdebatte geben sollte in Deutschland, weil einige Männer durchaus Mädchen in Formaten grob anfahren. Ja. Stimmt das? Also, ich fand auf jeden Fall manche Momente auf der Insel auch wirklich grenzwertig. Man hat das jetzt nicht ganz so gesehen, aber wir hatten auch im Camp sehr, sehr viele Debatten.
darüber, was ist zu viel und was nicht. Der Jesse ist auf jeden Fall ein paar Mal schon übers Ziel hinausgeschossen. Ich kann damit umgehen, sagen wir mal so. Ich bin auf jeden Fall eine Frau, wenn ich meine Grenzen gesetzt habe, habe ich die gesetzt. Und wenn er mir so nahe gekommen wäre, dann hätte ich ihn leider in die Klöten getreten. Tut mir leid, aber es geht überhaupt gar nicht. Eine Frau sollte sich auf jeden Fall wehren können. Aber ja, die Marlena ist eine Ecke jünger. Von daher hat die sich auf jeden Fall ein bisschen was gefallen lassen, die arme Maus. Und ich hoffe, sie hat es überlebt. Würdest du das nochmal machen? Ob ich es nochmal machen würde? Wenn ich nach meinen Freunden und meiner Familie gehe, definitiv nein. Aber wenn ich mir mein verrücktes Dasein anschaue und die erste Folge habe ich jetzt geschaut und habe es tatsächlich überstanden. Es war mir so unangenehm vorher, weil ich dachte, boah, jetzt wieder nur Hater-Kommentare auf der Facebook-Seite, wieder nur dämliche Kommentare. Wie rechtfertigt man auch, dass man nackt auf eine Insel fliegt, lieber Ingo? Aber ich habe es getan. Und ja, ich bin ja dafür bekannt, dass ich immer Dinge tue, die die anderen vielleicht nicht gut finden oder die man in Frage stellt. Also ich würde es bestimmt wieder tun. Ach, ja, vielleicht. Auch nicht, vielleicht, aber schon. Keine Ahnung. Und was machst du als nächstes? Was mache ich als nächstes? Viel. Ich konzentriere mich gerade auf meine Musik. Ich stelle eine Clubtour zusammen, arbeite an meinem Demo-Album. Hab bis jetzt von meiner Musik gar nicht zeigen können, was voll schade ist. Und ich will es einfach probieren. So, die Leute können mich immer noch hassen und sagen, das ist scheiße. Ich mach's trotzdem. Ich probiere mich durchzukämpfen. Und ja, das nächste Fernsehprojekt wartet. Viel Spaß. Viel Spaß beim Lachen. Also, wir sind übrigens hier in der Wohnung von Eva Rullmann von RTL. Die muss ich morgen übrigens räumen. Und wo ist die eigentlich? Wieso sind wir hier eigentlich ganz alleine? Gut, Ja, der eine liegt noch da hinten und schläft, hat ein bisschen zu viel getrunken. Die andere ist noch Party machen. So ist das. Last man standing. und das ist in diesem Fall Sarah Joel. Gute Nacht.